Wir haben seit kurzem hier in der Hundetagesstätte den Emil. Der Emil ist ein großer Schweizer Sennenhund. Und in diesem Video möchte ich dir 5 Fakten oder Eigenschaften über diese Rasse erzählen. Wie der Name es schon verrät, kommt der große Schweizer Sennenhund aus der Schweiz. Die Rüden können 65 bis 72 cm groß werden, die Hündinnen 60 bis 68 cm. Ab 1909 wurde der große Schweizer Sennenhund als eigenständige Rasse anerkannt. Und es ist eine Hunderasse mit relativ wenig bis gar keinem Jagdtrieb. So, ich habe hier jetzt noch eine kurze Beschreibung der Sennenhunde, vor allem der große Schweizer Sennenhund. Das habe ich von einer Webseite, die verlinke ich dir hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Dann kannst du diese Seite selber noch besuchen. Und hier heißt es, er ist der größte aus der Familie der Sennenhunde. Und diese dienten in den Bergen und Täler der Schweizer Alpen als Allround-Werkzeug für die Bauern. Sie bewachten Haus und Hof. Und wenn eine Herde Kühe von einer Wiese zur nächsten getrieben werden musste, sorgten sie dafür, dass alle Kühe auf dem Weg bleiben und keine natürlich zurückfielen. Die größeren Sennenhunde von denen der heutige große Schweizer hervorging, wurden vor größere Karren gespannt und dann mit einem Wagen, der voll mit wertvollem Käse bepackt war, wurden sie zum Händler im Dorf geschickt und fanden dann auch den Weg alleine wieder zurück auf den Hof. Und da steht noch, die Schweizer Sennenhunde waren früher allesamt eine einzige Hundefamilie. Und später wurde dann eben getrennt zwischen großer Schweizer, Berner Sennenhund, Entenbucher gibt es noch, den Appenzeller Sennenhund. Ja, das ist nur ein kurzer Auszug aus der Beschreibung, die ich auf dieser Webseite gefunden habe. Wie gesagt, möchtest du das Ganze lesen, dann besuch einfach die Webseite, indem du den Link hier unten in der Beschreibung anklickst.